Ihr Lieben, einen Rundenwechsel werden wir jetzt absolvieren und dann werden wir ein weiteres Weltwunder haben. Hier in Barbarenasche entsteht, fast fertiggestellt schon, das Maracana-Stadion, das in allen unseren Städten uns zwei Annehmlichkeiten bescheren wird. Großartige Geschichte und auch ein herrlicher Anblick. Hier entsteht es gerade. Bau fast fertiggestellt. Eine Runde noch, ein Rundenwechsel, das kann uns die KI nicht mehr nehmen. Bevor wir das machen, nochmal liebe Grüße an euch und insbesondere in dem Fall an TR und Kalmasutra. Warum? Weil ihr beide fast schon im Alleingang unter einem der letzten Videos eine sehr interessante Diskussion hattet, die ich gerne mitgelesen habe und wo ich mal so ein Zitat gerne rauspicken möchte, das nämlich dann Kalmasutra am Schluss gepostet hat und womit er seine Debatte mit TR, glaube ich, ganz gut zusammengefasst hat. Da ging es um die Fehler. Ich mache ja erkennbar viele Fehler. Ihr erwischt mich bei Fehlern, ich erwische mich bei Fehlern. Immer wieder geht es in den Kommentaren um Fehler. Und erstaunlicherweise läuft es ja trotzdem gut. Also wir haben immer blühende Reiche und bei Rise and Fall zuletzt die letzten beiden Let's Plays vor dem neuen Add-on, die haben wir ja jeweils auf Gottheit gewonnen, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wie passt das zusammen, diese vielen Fehler und diese großen Erfolge andererseits, die wir haben? Darüber wurde diskutiert und Kalmasutra hat schließlich geschrieben, WB spielt super, keine Frage, und insgesamt vor allem besser als ich. Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Ich will nicht wissen, wie du spielst. So schlecht kannst du doch weiß Gott nicht sein. Trotzdem unterlaufen auch WB manchmal grobe Fehler, aber er steht dann dazu. Mir unterlaufen genau die Fehler, die ich bisweilen in seinem Spiel sehe, und andere gravierende Dinge. Beziehungsweise, ich wüsste nicht ein Spiel von mir, in dem ich nicht mal neu laden müsste, weil irgendetwas grundlegend schiefgelaufen ist. Insofern Chapeau WB für deine Courage, dich uns zu stellen. Warum ich das vorlese? Weil ich eine Sache dabei sehr spannend finde, nämlich die Aussage, Kalmasutra bekommt selber mit, dass er Fehler macht. Und damit ist er oder bist du, glaube ich, eine sehr große Ausnahme. Ich selber will mich da gar nicht ausnehmen. Ich glaube, wir Civ-Spieler, wir meisten, feiern Erfolge und sehen die eigenen Fehler nicht. Warum? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man überhaupt auf Fehler aufmerksam machen kommen kann, die man selber macht. Die eine Möglichkeit ist, man kommt irgendwie selber drauf. Also man erwischt sich dann irgendwann dabei, dass irgendwas nicht funktioniert und denkt danach und dann merkt man plötzlich, ach ja, stimmt, das habe ich falsch gemacht. Oder man erwischt sich bei einer Sache, die man vergessen hat. Aber weitaus häufiger noch bei Civ-Partien macht man Fehler, auf die man niemals stößt, weil niemand hinter einem steht, der einem auf die Schulter tutscht und sagt, hör mal, guck doch mal da vorne, das hast du ja vergessen. Die meisten Fehler laufen für uns unsichtbar. Die registrieren wir niemals. Die laufen unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle, weil wir niemanden haben, der uns über die Schulter guckt und uns korrigiert und darauf hinweist. Und das ist ja nicht anders wie bei vielen anderen Dingen im Leben. Also im Real Life, bei zig anderen Geschichten. Viele Fehler, die wir machen, vielleicht sogar die meisten, werden uns niemals bewusst, weil wir niemanden haben, der uns darauf aufmerksam macht. Völlig normal, völlig menschlich, geht mir da auch nicht anders als euch. Und das funktioniert bei einem Let's Play halt absolut anders. Und das geht nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen Let's Playern von Strategiespielen, dass reihenweise die Kommentarspalten oder den Videos voll sind mit Bemerkungen von Zuschauern, die Fehler gefunden haben und darauf hinweisen. Und wenn man sich das dann so anschaut, wenn man so vorbeikommt als flüchtiger YouTube-Zaungast und dann mal unter so ein Video guckt, dann müsste man denken, meine Güte, dieser YouTuber, der muss ja völlig unterbemittelt sein, geistig. Das ist ja schrecklich. Und trotzdem gucken die Leute, dessen Videos kaum vorstellbar. Das muss ja die totale Lusche sein. Ganz, ganz bizarr. Und ich glaube, das kommt halt daher, weil man bei dem Let's Play Dutzende oder bei großen Kanälen Hunderte oder sogar Tausende von Leuten hat, die einem über die Schulter gucken, die nicht alles, aber fast alles sehen. Teilweise sogar dann auf einer denselben Fehler wird man in einem Video von vielleicht 12 Leuten in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht. Das heißt, die Fehler, die wir alle machen, die können hier nicht unsichtbar laufen. Und das Spiel ist so super komplex, man macht natürlich laufend Fehler. Geht ja gar nicht anders, ne? Da wollte ich mal darauf hinweisen und ich glaube, das ist eine ganz gute Erklärung dafür, warum ihr einerseits so viele Fehler seht und andererseits trotzdem feststellt, dass wir auf höchsten Schwierigkeitsgraden große Erfolge feiern. Und das ist, glaube ich, eine ganz plausible Erklärung dafür, dass man, ja, dass man da nicht staunend davor steht und denkt, das ist ja bizarr, wie kann das passieren? WB macht alles falsch. Trotzdem gewinnt er auf höchsten Schwierigkeitsgraden meistens so souverän.
Das finde ich ist eine gute Erklärung. Es ist eine Frage der Wahrnehmungspsychologie. Cooper, Maori will uns was abkaufen, bietet uns Dinge, die wir nicht brauchen. Nö, danke. Nur drei Menschen haben mit einer einzigen Bewegung das Maracana zum Schweigen gebracht. Der Papst, Sinatra und ich. Da steht es, das Maracana-Fußballstadion aus Brasilien. Oder ist es Uruguay? Hier steht, wird ein Ungar-Uruguayer, ein Uru wird hier zitiert. Ich glaube, die kürzen sich mit Uru ab, oder? Die Urus. Oder wir kürzen sie so ab. Aber das Maracana-Stadion steht, wenn ich mich nicht ganz schwer irre, in Brasilien. Nochmal. Da ist es. Wunderhübsch. Ich sollte auf den Turm neidisch sein. Er ist berühmter als ich. Oh lala. Oh, ist das schön. Was für ein schöner Anblick. Und dann auch in der Nacht beleuchtet. Oh, das ist ja ein Traum. Echt, echt wunderhübsch. Herrlich, der Eiffelturm. Klasse. Ein Traum. Boost. Fesselt diesen Übeltäter an die zerklüfteten Felsen mit starken Ketten, die unzerstörbar sind. Das ist jetzt echt spannend. Wir haben einen passiven Bonus bekommen, nämlich einen Diplomatie-Siegpunkt. Wir haben jetzt 5, vorher hatten wir nur 4, glaube ich. Gucken wir gleich nochmal nach. Kohlenstoffrückgewinnung. Das ist eines dieser Zukunftsprojekte, die man durchführen kann. Und damit können wir die weltweite den weltweiten Klimawandel nicht nur eindämmen, sondern vielleicht sogar zurückdrehen. Können wir bauen in jeder Stadt, die ein Industriegebiet hat. Ist so ein Projekt wie die Hilfeleistung, die wir im Augenblick machen für die Kanadier. Oder wie die Raumfahrtprojekte. Wenn wir ein solches Projekt abgeschlossen haben, sind die Kohlenstoffemissionen unserer ZIF dauerhaft reduziert um einen bestimmten Festbetrag und wir bekommen einmalig 30 diplomatische Gunst. In der Theorie, wenn wir davon unheimlich viele Projekte durchführen und gleichzeitig nicht ständig neue Kohlenstoffemissionen freisetzen, Kohlendioxidemissionen freisetzen, können wir sogar all unsere Kohlenstoffschuld tilgen und uns auf Null runterbringen. Wow. Und können damit entscheidenden Einfluss vielleicht sogar haben aufs Weltklima. Sehr spannend. Aber eine Politikkarte haben wir dadurch nicht freigeschaltet. Insofern lassen wir mal alles, wie es ist, denke ich mal. Ne? Da haben wir zuletzt so lange drüber gegrübelt. Da steht er. Was bringt er uns nochmal? Mehr Anziehungskraft. Jedes Geländefeld erhält +2 Anziehungskraft überall. Und das wiederum steigert unseren Wohnraum. Ganz ernsthaft, weil wir viele Wohnviertel gebaut haben. Nicht alle liefern das Maximum von 6 Wohnraum. Und die Menge an Wohnraumpunkten, die ein Wohnviertel liefert, ist daran gekoppelt, wie viel Anziehungskraft das Geländefeld hat. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wahrscheinlich alle Geländefelder, auf denen jemals ein Wohnviertel von uns gebaut worden ist, jetzt die maximale Stufe haben. Dadurch haben wir wahrscheinlich etliche Probleme gelöst. Ja, wollen wir das machen? Wollen wir das senken? Wollen wir den Klimawandel zurückdrängen? Ich würde sagen, nein. Schreit ruhig, dauert ja 3 Runden. Wozu? Also die 30 Gunst, das macht natürlich Sinn. Da stimme ich sofort zu.
Es geht hier Richtung Diplomatie-Sieg. Wir gehen nochmal gucken. Das ist der Kultursieg. Diplomatie-Sieg. Wir haben 5 von 10. Vielleicht klappt es ja doch. Den 6. Diplomatie-Punkt bekommen wir. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Hierdurch. Wenn wir Laurier am meisten geholfen haben, dann liegen wir haushoch vorne. In 11 Runden. Dann hätten wir 5. 6. Dann hätten wir 6 Diplomatiepunkte. Dann gibt es in 14 Runden nochmal einen Weltkongress. Dann werden wahrscheinlich nochmal 2 Diplomatiepunkte rausgehauen. Dann hätten wir 8. Und dann kommt es darauf an, ob es nochmal Wettbewerbe gibt oder irgendwas. Falls es sowas nicht gibt, dann gäbe es 30 Runden später, also in ab jetzt gezählt 44 Runden, nochmal 2 Diplomatiepunkte, die man vergeben kann. Und dann wird die ganze KI gegen uns stimmen. Dann braucht man wirklich jeden Gunstpunkt, den wir kriegen können. Im Augenblick erzeugen wir 33 jede Runde. Wow. Schaut mal, wie viele wir haben, selbst wenn alle gegen uns abstimmen. Weiß man nicht. Weil es ist halt so, wenn man, bei uns ist ja so, jede weitere Stimme, die man drauf setzt, die kostet ja nochmal ordentlich mehr Gunstpunkte als vorher. Deshalb können die mit weniger Gunst als wir viel mehr Stimmen, viel höheres Stimmverhalten generieren. Insofern können die das sehr hinauszögern. Die letzte Abstimmung. Naja. Das mit den Rockbands würde ich ja noch gerne rauskriegen. Exodus Imperativ. Das ist egal. Und das hier kriegen wir nur hier rüber. Und dafür wiederum brauchen wir das hier. Und überhaupt, wir sind fast am Ende hier. Wahnsinn. Oh, eine große Persönlichkeit, ein großer Wissenschaftler. Heureka, sehr spät für 3 Techs. Was soll man mit dem? Brauchen wir da irgendwo einen Heureka? Das ist doch ein Witz. Die Frage ist, wann kommen die anderen? Brauchen wir einen großen Wissenschaftler für den Stadtstaat? Ich denke nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Wir können nur einmal flüchtig durchgehen. Großer Admiral, Handelsweg, Händler, Unterhaltungskomplex. Dann arbeiten wir dran, großer General. Handelsweg. Flugplatz. Wir passen mal. Mal gucken, was als nächster kommt. Die Inka. Sind wir? Kanadier? Ah, die haben nur 9 pro Runde. 17 immerhin die Phönizier. Die holen sich den wahrscheinlich irgendwann. Da müssen wir gucken, wer der Nächste sein wird. Kanalisation. Ja, also nochmal zum Thema Klima zurück. Stufe 1. 10% Polareis verloren. Wir haben so oft schon drüber diskutiert. Ihr kennt ja meine Meinung. Spieltechnisch, spielmechanisch sind wir sogar im Vorteil. Denn überall der Klimawandel kommt, weil das schwächt die anderen mehr als uns. Ich weiß, das klingt furchtbar, aber es ist so. Ausrichtungsbonus, Diplomatiepunkt verdient. Es gibt auch Zeitalterpunkte. Gleich 5 bekommen wir außerdem für das Maracana-Stadion. Und nochmal 5 für den Eiffelturm. Wow. Und das bedeutet, ja, das goldene Zeitalter eh schon seit langem gesichert. Alles verschenkte Punkte. Freut uns irgendwie trotzdem. Allianzstufe mit Dido gestiegen. Mehr Gunst dadurch. Eine Dürre in fremden Landen. Christina hat Matthias den Krieg erklärt. Schweden hat in Ungarn den Krieg erklärt. Stadtstaaten ziehen mit. Und wir haben jetzt 75 Groll gegenüber den Schweden, weil die unserem Verbündeten Ungarn den Krieg erklärt haben.
Ja, zurück nach Cusco. Spion können wir jederzeit machen. Wäre vielleicht ganz gut für die Defensive. Jetzt, entschuldige, hier klebt gerade die... Der Cursor klebt so völlig bescheuert fest. Ich gehe mal raus, damit ich das... Ach, entschuldigt, ich kann es nicht ändern. Das ist ja völlig, völlig bescheuert. Also wir könnten, wenn wir diese Rockband-Geschichte wirklich machen wollen, da könnten wir heilige Städte bauen und Rockbands machen, um anderen Zips halt deren Städten zu klauen. Aber es bringt uns dem Tourismus-Sieg näher. Den wollen wir eigentlich nicht. Es wird nur Spaß machen. Aber für Spaß reicht auch vielleicht, wenn wir das einmal machen mit zwei Rockbands. Wozu brauchen wir die ganze Kultur? Wenn wir hier eh fast schon alles aufgedeckt haben. Unsere Geländefelder, also viel größer können unsere Städte nicht werden. Wir nähern uns damit auch nur immer weiter dem Tourismus-Sieg. Wir könnten Gunstpunkte generieren. Also wenn wir wirklich auf Diplomatie-Sieg gehen, Spion wäre doch eine Möglichkeit, dann wäre wirklich, also Hilfeleistung brauchen wir im Augenblick nicht zwingend, dann wäre die Kohlenstoffrückgewinnung, das bringt halt wenigstens Gunst. 30 Gunst pro Runde, dafür würden wir 3 Runden hier forschen. Das ist so viel, wie wir ungefähr in einer Runde bekommen an Gunst. Und wenn wir das in jeder Stadt machen, wenn wir das in 3 Städten machen würden, die so produktionsstark sind wie Cusco, die haben wir nicht, Cusco ist unser Favorit. Sagen wir mal, in 4 Städten machen wir das. Dann hätten wir wahrscheinlich jede Runde 30 Gunst. Das heißt, wir hätten ab jetzt doppelt so viele Gunst, jede Runde. Wäre schon was, oder? Wir holen uns einen Spion vorher. Abendröte, Börse. Wir checken oben nochmal. Ja, hier macht das Wohnviertel Sinn. Dann müssen wir aber irgendwas entfernen hier. Das ist schon schade. Bei 30 Nahrungsüberschuss, dann lassen wir das... Haben wir denn irgendwo hier noch Kanalisation? Nee. Nee. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Kommt ja so spät jetzt. Wasserpark, da haben wir Platz für? Ja, machen wir nicht. Nee. Wir haben ja einen Wasserpark hier um die Ecke stehen, beim Brühwürfel. Also hier machen wir das jetzt mit... Ruhrgebiet ignoriere ich mal. Noch ein Spion. Ei. Morgengold. Mehr Spione. Noch ein Spion. Nein. Das geht doch gar nicht. Doch. 3 weitere können wir uns holen. Okay. Brauchen wir so viele Spione? Was sollen wir denn damit alle schützen? Das ist doch vollkommen unsinnig. Und in die Offensive gehen? Gegen wen und warum? Kann man Diplomatie-Siegpunkte klauen durch Spionageoperationen? Wäre mir neu. Also ich kann es nicht ausschließen, aber wüsste ich jetzt spontan nichts von. Eventuell irre ich mich ganz furchtbar. Dann schreibt ihr mir das aber sicher in die Kommentare und ich weiß in Kürze Bescheid. Wir gehen hier wirklich, wir steigern die Gunst einfach. Wir machen das. Wir nehmen die ganzen Spione hier raus und gehen in, holen uns diese Kohlenstoffrückgewinnung und damit die diplomatische Gunst. Massiv. Sechs Glauben ist heftig. In nur einer Runde, da wäre ich blöd, wenn ich das nicht machen würde. Eiffelturm. Ja, wozu brauchen wir die ganze naturwissenschaftliche Forschung? Hier gibt es doch noch einiges aufzudecken. Aber nicht mehr so viele Sachen. Aber das kommt zu spät, das Forschungslabor. Wir haben 713 Forschungspunkte pro Runde. Wozu jetzt in dieser kurz vor Ende der Partie, wozu hier, kurz vor Ende der Forschungsbäume, wozu hier 8 Forschungspunkte dazu bekommen, wenn man 6 Runden dafür bauen muss? Setzen wir lieber das Wohnviertel hin, weil Wohnraum wird hier schon knapp. Hier könnten wir den Campus boosten, aber das ist alles schon irgendwie unsinnig. Wir stellen das einfach hier oben hin, ins ewige Eis, Leute. Da bringt es am meisten was und sonst ist das hier zu kaum was Nütze. Und wer will nicht gerne im ewigen Eis wohnen? Ja, Amphitheater fertig. Das heißt, ach, wir machen das erstmal, entschuldigt, mit dem, wir müssen nur einen Spion rausnehmen. Wo ist er denn? Hier oben, in Cusco.
So, mit ihm können wir hier hin und holen uns nochmal ein paar Werke. Einer nach dem anderen wurden sie zu Schatten. Es ist wohl besser, tapfer ins Jenseits zu treten, voll ruhmreicher Leidenschaft, als erbärmlich im Alter dahin zu siechen. Ja, es gibt nichts mehr, was unsere Handwerker im Moment großartig machen könnten. Wir haben ja einen schon hier oben, wir haben einen hier in der Stadt, einen haben wir in der, dann ziehe ich den hier oben hin. Bei 4 Einwohnern, da oben so viel, was gibt es denn hier so vieles zu modernisieren? Bei gerade mal 4 Bürgern hier. Hier kann man noch was hinsetzen. Ein Offshore-Windpark zum Beispiel. Hier gibt es nicht groß was zu machen. Hier kann man keine Mine hinsetzen, neben dem Naturwunder. Das gibt ja Boni, das ist aber beides flach. Ja, man könnte auch ein Solarkraftwerk, aber ich weiß nicht. Ich ziehe damit mal rüber. Und wir setzen damit mal hier hin. Und dann ziehen wir mit dem einen. Wie viel hat der? Der hat noch 4. Dann ziehe ich mit dem hier oben hin. Den parken wir hier in der Stadt. Dann hieße es wieder eine Runde weiter. Regierungsform ändern. Wir sammeln Gold im Augenblick, aber das ist auch so ein bisschen, hier, falls hier noch eine böse Überraschung kommt, eine Möglichkeit, man kann ja auch mit Gold hier den Wettkampf versuchen zu gewinnen. Ansonsten wüsste ich nicht, was wir jetzt groß machen könnten. Ich gehe mal einfach für eine Runde weiter. Der Handwerker parkt hier. Ja, das bringt eine ganze Menge. Wow, cool. Klasse. Dreht sich auch hübsch. Immer wieder so Wechsel bei der Religion. Viele Regeln wurden allmählich durch die Hand der Nanotechnologie gebeugt. So entstand viel Gutes und viel Schlechtes. Das ist schon schräg. Wir liegen ja in der naturwissenschaftlichen Forschung unendlich weit vorne, haben aber keinen einen Raumhafen gebaut, nichts. Könnten mittlerweile fast alle Wissenschaftsprojekte, also Raumfahrtprojekte, schon durchziehen. Was ist jetzt freigeschaltet? Für den riesigen Kampfroboter 2 verschiedene Verbesserungen. Atomkraftwerke noch nicht erforscht, Sachen gibt's. Ganz frühe Dinge, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Wie kommen wir denn hier hin? Oder hier hin? Auf jeden Fall immer über die Kernfusion. Ja komm, dann schalten wir hier mal die guten Dinge frei. Tempel fertig. Wir haben noch keinen Riesenkampfroboter gebaut. Und wir checken erst die Gebäude hier. Kathedralen. Nochmal 3 Glauben. Für Religionskunst ein Plätzlein. Nochmal mehr Gold. 11 Gold mehr. Es geht so fix. Vier Aktionen hier noch.
10 Runden bis zum nächsten Bürger. Dann machen wir hier noch einen. Warum nicht? Wir haben hier eben das Maracana-Weltwunder fertiggestellt. Sollen wir mal schauen, wie es mit den Annehmlichkeiten aussieht? Unglaublich. Wir haben ein so bevölkerungsreiches Reich. Schaut mal euch das mal an. Ja, teilweise 6 Annehmlichkeiten im Plus. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Also, es läuft nicht schlecht. Wir lassen mal diese Folge mit einem Blick beenden auf das Maracana-Stadion. Das ja direkt neben unserem normalen Stadion steht. Im Hintergrund die sich drehenden großen Windräder in den Offshore-Windparks. Es sieht schon hübsch aus, was sie hier gebaut haben. Sehr, sehr hübsch. Unser kleines, großes Inka-Reich.